So Leute, heute zeige ich euch mal eine kleine Blumentour von mir. Was ihr sagt, da ich den Frühjahrsputz jetzt etwas vorgezogen habe. Ja, weil mein Auto etwas verdreckt und zugemüllt war und ich jetzt gerade ein bisschen Zeit habe, habe ich mir gedacht, ja, ich mache eine kleine Blumentour von meinem Arbeitszimmer, zeige euch mein Setup und alles. Und ja, dann lass uns mal den Raum des Geschehens betreten. So, das hier ist quasi mein kleines, aber feines Arbeitszimmer. So, ich krieg's nicht komplett auf, glaube ich, nicht ganz aufs Video rauf. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Wir sehen, es ist relativ klein. Vielleicht sollen sehr klein sogar. So, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Ich hoffe, ihr könnt mich auch gut genug sehen. Es ist recht klein, also. Ich kann meine Arme nicht ganz ausstrecken, weil der Raum hat eine Breite von ungefähr knapp 1,50 Meter, 1,60 Meter ungefähr. Ja, hier steht sonst eigentlich mein Computer. Ich habe den Schreibtisch schon mal alles abgeräumt, abgebaut. Schon mal gereinigt, dass ich jetzt vielleicht wieder aufbauen kann. Ja, das ist mein selbstgebauter Greenscreen. Wie auch ein, habe ich auch ein Video drüber gemacht, wie es aussieht. Ja, hier auf dieser Fläche, ja, sieht ihr mich am meisten selber. Ja, hier befinden sich sonst in der Regel meine Monitore. Hier unten drunter steht mein Computer. Und ihr seht, ja. Gut, ich habe noch einiges an Ordnern hier. Ein paar habe ich jetzt rausgenommen. Sind ein bisschen umgefallen. Muss ich aber reparieren. Ja, hier bestimmt ein bisschen Rest an Ordnern. Ja. Und hier in meiner Küche habe ich mich schon mal ein bisschen ausgebreitet, wo ich schon mal ein bisschen was hingepackt hatte. Alles hier. Und ja. Der Platz hat nicht gereicht. Der Rest habe ich ins Wohnzimmer geschoben. Weil da sieht man mal auch in so einem kleinen Raum, was da so alles reinpasst. Und wie, ja. Und ich denke, ich werde euch einen Aufbaufilm. Ja. Ja, das Video wird heute wahrscheinlich nicht mehr online kommen. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich eher morgen. Aber dafür dürft ihr euch heute Abend dann schon mal, wenn ihr es morgen seht, gestern, den ersten Teil von Call of Duty befassen und bewundern. Ich hoffe, ihr schaut dann an. Ich hoffe, ihr liked auch dieses Video. Bei den sonstigen Fragen, was ich gleich nicht erwähnen werde, weil das Video setzt sich fort. Ich zeige euch, wie der Aufbau stattfindet und dann erkläre ich nochmal ein bisschen was zu meinem Setup und alles und pipapo und dann. So, und da sind wir wieder. Ich habe schon ein bisschen angefangen, was hinzustellen. Was ich auch gereinigt habe, sind zum Beispiel Monitor, Tastatur, Maus, Computer, entsprechend von außen halt. Ne? Ja, das ist dieses kleine, feine, unscheinbare Ding. Habe ich mal für knapp 400 Euro, glaube ich, vor, glaube ich, zweieinhalb, drei Jahre mal bei CSL Computer gekauft, als Aufrüst-PC. Bestand entsprechend nur aus ja, Mainboard, CPU und RAM. Und hat natürlich Netzteil und Gehäuse, ist klar. Und ja, den Rest habe ich dann dementsprechend selber hinzugefügt, wie Festplatten und Grafikkarte. Ja, von außen recht unbeschirmt war. Ja gut, der Multikartenleser hier, der war mit Pfannen. Der Blu-ray-Brenner, den habe ich eigenständig gekauft, doch zusätzlich dazu eingebaut, installiert etc. Ist klar. Ja, dann öffnen wir mal das kleine. Ja, Kabelmanagement natürlich vom Feinsten da drin. Ich bin natürlich ein Genie. Ja, holen wir mal das Netzteil. Hier ist halt der CPU-Kühler. Ne? Wie gesagt, ich habe ein AMD-CPU, AMD FX8350, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Mit 8x4 GHz Rechenleistung. Jo, dann habe ich hier drüber, wie gesagt, das ist hier halt der Blu-ray-Brenner. Dann haben wir hier noch ein, zwei Festplatten. Die kleine hat 1 TB. Und die große, die hat 4 TB. Und zusätzlich habe ich noch eine externe Festplatte mit nochmal 1,5 TB. Und ja, ist das mit ein bisschen Dotzen, da habe ich ein bisschen Speicherprobleme. Ja, hier ist halt die kleine Grafikkarte verbaut. Eine Asus Nvidia GT640 mit 2 GB RAM. Und drunter habe ich natürlich noch eine WLAN-Karte, benutze ich also gut wie gar nicht. Das Einzige, was ich damit ansteuere, ist halt mein kleiner Drucker von Brother kann sogar DIN A3 drücken. Aber leider nur DIN A4 scannen. Zwar ein bisschen komisch, aber besser man kann es, als wenn man es nicht kann. Hm? Dementsprechend ist die Grafikkarte auch ausreichend. Ich habe hier noch entsprechend die Anschlüsse. Ne, einmal VGA, zweimal DVI und einmal HDMI. Ich hoffe, ihr konntet es sehen. Hier sind halt die Antennen von der WLAN-Dings. Hinten habe ich leider noch nicht sauber gemacht, also keine blöden Kommentare in der Beschreibung. Ja. So, die packen wir mal beiseite.
Ja, habe ich hier noch meine Allzeitbewährte, jahrelang genutzte schon, Logitech NX510. So, die habe ich locker schon 15 Jahre. Sie funktioniert immer noch, sie macht extrem gute Leistung und ich bin damit bestens zufrieden. Ja, die liegt auf einem Logilink Gamer Mousepad. Ja, habe noch eine Tastatur, natürlich auch von Logitech. Nichts Besonderes, hat eine Tastatur. Ja, und ansehen schaue ich mir das, was ich produziere. Habe ich hier meine 22 Zoll LED-Monitore von HKC. Auch recht günstig damals gekauft und ja, sie tun ihren Needs weiter. Ich hätte natürlich selber gerne was Besseres, aber ja, es kommt peu à peu. Ja, und da will ich jetzt mal weiterbauen. So, tada! Ja, ein ganz anderes Bild. Komplett wieder aufgeräumt, Ordner wieder aufgefüllt. Es steht nichts mehr schief. Ja. Kommt jetzt noch der obligatorische Test, ob er auch funktioniert. Oder ob ich alles, ob ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Das sieht doch alles schon mal gut aus. Ja, wie gesagt, was ich eben nicht erwähnt hatte, ich habe hier noch meine Facecam. Ja, ich habe natürlich auch Lautsprecher von Logitech, irgendwie ein kleiner Logitech-Wagen. Ja, hier habe ich mein Gamepad, ein ganz klassisches, günstiges. Ja, und sonst, ja. So, hier so meine gängigsten Spiele, die ich zurzeit habe. Spiele besser am Start, noch ein paar andere Programme, alles etc. Ja, ein bisschen Papierkram sortiert. So, der Drucker ist jetzt nach unten gewandert. Ja. Ja, und ja, es sieht auch gleich viel besser aus. Ja. Jetzt sieht er mich auf dem gewohnten Bild vor dem grünen Hintergrund. Und ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei sonstigen Fragen, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, dort noch in die Kommentare reinschreiben. Ich antworte. Ja. Und ja, ich habe mir für nächstes Jahr gedacht. Let's Player sind sehr viele. Ja. Was haltet ihr davon, wenn ich ein Spiel hervorzaubere, was ich spielen möchte, statt ein Let's Play von zu machen? Streame ich jede Folge quasi live. Können wir natürlich im Nachhinein kann man die auch ansehen, aber ihr habt ja die Möglichkeit dadurch, ja, mir direkt live zu sehen, anstatt immer irgendwas zusammengeschnittenes, so wie sonst was ist. Ja, ihr seht genau da, wo ich irgendwo versage, wo ich ein bisschen hängen bleibe. Was man so natürlich bei jedem Video nicht sieht. So, sorry, da war leider der Akku leer, hab's jetzt gerade erst beim Zusammenschneiden. Ja, bei Premiere gesehen. Premiere schon, ich hab Vegas. Mehr habe ich nur zu dem und so. Entschuldigung, ja. Aber wie gesagt, ja, das würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Mich, ja, Standard Let's Play, wir machen einen Livestream. Ihr seht jeden Fehler, den ich mache. Weil jeder andere Let's Player schneidet seine Scheiße auch nur zusammen, auf gut Deutsch gesagt. Und die Szenen, wo er nämlich nicht so einwandfrei durchgekommen ist, wie es nach dem Video zu sehen ist, schnell werden schön gekonnt rausgeschnitten. Und ja, ist zum Glück die wenigsten. So diese Idee, ein Let's Play zu machen und das nur über Stream. Jeder Stream mal ein gewisses Spiel, meistens Multiplayer und sowas, aber das ist ein Standard Let's Play. Ja, sieht immer fein säuberlich aus, als wenn nie irgendwas schief geht oder sonst was. Die wenigstens zeigen irgendwie Fehler drin und wenn minimale Fehler, also gut, kann auch nicht jeder spielen, sag ich mal ganz ehrlich. Ja, ich würde freuen, ich freue mich auf eure Meinung. Schreibt sie hier unten mal in die Kommentare. Ja. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Bei sonstigen Fragen, schreibt mir. Ich werde es euch beantworten, falls ihr irgendwas vergessen haben sollte. Ne? Kann auch eine allgemeine Frage sein, ist relativ egal. Ja, und ich hoffe, euch gefällt das Video, ihr liked es, ihr gebt einen Kommentar, auf jeden Fall den Daumen oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach. Wo ist das Problem? So, ich denke mal, wir werden uns wiedersehen. Bis dann, sag ich einfach mal. Tschüss. Tschüss, schau euch mal raus.